Good girl. Aber jetzt halt erstmal still. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute zwei Gäste hier. Einmal Gnu und einmal Maxi. Und heute passiert etwas mit Maxi. Tick-Tack. Gnu und ich werden Maxi verändern. So wie er es aufbaut, highly beängstigend. Deswegen kannst du dich auch mal kurz in die Mitte setzen, weil eigentlich bist du das Zentrum dieses Videos. Wir wissen ja alle, dass Maxi auf eine bestimmte Art von Frau steht. Auch so, ich würde sagen, E-Girl Type of Shit, ne? Dieses Ding. Weißt du, oder? Dass er das mag. Ja. Das mag er schon sehr. Ja. Willst du das leugnen? Da gibt es ja auch einige Videobelege, die das belegen. Hier zum Beispiel. Ja. Boah, Maxi. Was denn? Ich hab nichts gemacht. Boah, Maxi, das ist genau dein Ding. Nein, nein, das ist nicht dein Ding. Es ist genau dein Ding? Nein! Oh Mann. Und heute machen wir was ganz Besonderes. Nämlich werden wir Maxi zu so einem E-Girl selber machen. Oh. Wir machen einen Umstyle, wo du dieses T-Shirt hier dann nicht mehr anhast am Ende, sondern was anderes. Zum Beispiel ein Maid-Kostüm mit einer Schürze. Soll ich dann sauber machen für dich? Was wir danach machen, wenn du das anhast, ist dann Off-Cam. Okay. Das Erste, was wir jetzt machen, ist, dass du dich umziehst. Warte, bleib sitzen. Oh Mann. Magst du das mal auspacken? Na klar, nie gerne, Riese. Oh Mann, ich freue mich auf das Video. Das macht so Spaß. Genau meine Größe. Ist das wirklich deine Größe? Nein, 3XL ist normalerweise nicht meine Größe. 3XL? Ja. Nein, ich glaube, das wird schon eng. Du musst bedenken, mein Rücken ist ein bisschen breit. Soll ich das anprobieren kurz? Du kannst es gerne hier machen, wir reagieren drauf. Ja, genau, hier reagieren. Hallo, guck da nicht so drauf. Nein, wir gucken nicht da drauf. Ich komme mir echt wie so ein Spanner vor. Ist das nicht picking? Das reißt gleich an. Okay, das ist doch schon mal ein nices Outfit. Ich spann mal an. Ich bin Tim! Also, hier spannt es schon hart. Ich glaube nicht, dass der natural ist. Versuch mal, Finger zwischen zu bekommen. Das ist schon prall. Ich glaube, deine Arme werden nachher blau. Du hast richtig Abdrücke hier. Ich habe notfalls noch meins da. Also, ich finde, meins ist cuter. Willst du lieber deins anziehen? Ja, schon. Okay, eigentlich. Dann zieh also, nein, an. Ich will das andere von dir anziehen. Hast du noch eins dabei? Nein. Hat dein eigenes dabei? Was? Ich glaube, wenn Made Maxi OnlyFans machen würde, wird es abgehen. Ja, voll. Ja. Also ich würde auch einen Zehner im Monat da lassen für Made Maxi. Ich würde es auch. Und wir haben ja auch schon dieses Utensil jetzt. Oh, das Pedal. So, ich habe das Pedal geholt. Ganz kurz, dieses Pedal hat Maxi gekauft, ja, also an dich weitergegeben. Generation. Und du hast es jetzt an mich weitergegeben. Jetzt und das Spannende an diesem Pedal ist gar nicht die Seite, sondern diese Seite. Ja, das ist schon echt. Also wenn ich jetzt so hier draufhauen würde. Oh, sag mal, hau doch nicht so fest drauf. Oh mein Gott. Oh, Maxi, komm hier hin. Ich verstehe, warum du das magst, weil das ein bisschen stretchy ist. Ja. Jetzt können wir dir hier die Schürze anziehen. So. Ja, wunderhübsch. Steh mal auf. Auf den auch noch. Ist das richtig? Was macht ihr? Soll ich es einfach machen? Ihr macht voll falsch. Geht mal weg. Ja, Amateure. Hier einen Arm. Und dann glaube ich hier einen Arm. Also nicht, dass ich weiß, wie es geht, aber... Soll ich so eine Schleife reinmachen? Bitte. Ja. Du hast schon Muskeln. Fass mal hier an, drück mal hier. Guck, ich hab das ist wirklich Titties. Hart. Boah, holy shit. Aber ich wollte nur meine Titties zeigen, wollte zusammendrücken. Ja. Wieso, was trinkst du da? Ich trinke die Geschmacksrichtung Lemon Lime Flavor Synergy. Das trinke ich gerade. Chat sagt, lieber leckeres Sirup von Mor. Danke, Chat, für die Überleitung. Johannisbeere, ihr wisst, ist einer meiner Favorites. Dann mache ich mir jetzt hier in mein Wasser rein. Dann mache ich einfach einen Spritzer. Dann habe ich mein Johannisbeerenwasser. Mega nice, da freue ich mich sehr. Und mit dem Code Riso kriegt ihr immer maximalen Rabatt. Wisst ihr Bescheid? Boah, Digga, was war das für eine Überleitung, Chat? Ich habe hier noch andere Sachen, zum Beispiel sowas. Was ist denn hiermit? Aber das macht man doch so rum. Ach, so rum, oder? Entschuldigung. Ich finde, das sieht doch schon mal gut ja, aus. Ja, finde ich auch. Und was ist denn das hier? Was ist denn das? Das ist eine Strumpfhose. Hier, deine Söckchen. Ich zieh einfach rüber. Ja, ja. Obwohl, die habe ich gar nicht gezeigt, ne? Guck mal, habe ich mir so gezeigt. Ja. Toll, oder? Nicht drauf filmen! Niemals zeigen! Ja. Niemals Füße zeigen auf Video. Sonst kriegst du so einen Wiki-Feed-Eintrag. Sieht so kacke aus mit meinen Beinen. Ja, sieht ein bisschen bankräubermäßig aus. Egal, ist super. Die beiden noch. Wow, das ist wie so Sailor Moon-Verwandlung. Und guck mal, was ich hier noch habe. Ja. Ich glaube, falsch rum, oder? Warum siehst du da sowas so schnell? Ich glaube, das ist falsch rum. Ja. Ich habe einfach ein Auge. Ich glaube, das geht anders. Man kann es natürlich noch ein bisschen upgraden. Das ist viel cooler. Was ist das denn? Geil. Erstmal die Katzenohren. Ja. Oh, ja. Wir können das eigentlich zulassen. Wir wollen die Cutter das überhaupt schneiden? Nehme ich mal ein bisschen nach vorne. Good girl. Hör mal auf, ich werd buschig. Oh mein Gott, ja, ich fühl's richtig. Warte mal, das passt ja, glaube ich, echt. Ja. Hey, warte, woher wisst ihr meine Schuhgröße? Habt ihr auf Wikifeed geschaut? Nein, ne? Alter. Warst du schon mal in so einem kompletten Maid-Kostüm? Nein, war ich noch nicht. Nee, ne? Oh. Findest du es schön? Das sag ich jetzt nicht. Ja. Steh einmal auf, zeig dich einmal. Ich finde, es sieht sehr gut aus.
Jetzt werden wir dich noch ein bisschen schminken. Bist du bereit dafür? Jetzt können wir ein bisschen an dir rumspielen. Ich weiß gar nicht, wie so Make-up so richtig geht. Also falls ihr ein bisschen Inspiration braucht, habe ich hier mal 3 Bilder rausgesucht. Okay, das heißt, so ein bisschen pinken, rötlichen Lidschatten. Bevor wir was machen, ja? Kriegen wir das auch danach ab? Ja, klar kriegen wir es ab. Warte, nein. Aber jetzt halt erstmal still. Augen zu. Du pinkst gegen mein Auge. Genau, Schnauze. Dann machen wir oben ein bisschen heller. Mach keine Faxen, atmest du gleich auch nicht. So, dann machen wir hier noch so ein bisschen heller. Mixi, ich bestimme, wann du redest, ich bestimme, wann du atmest. Hast du mich verstanden? Noch so ein bisschen. Okay, sehr brav, sehr brav. Das ist voll kinky gerade. Okay, dann noch die andere Seite. Die darfst du jetzt machen. Ein bisschen so? Genau. Das reicht schon? Ja, schließen. Dann machst du die Augendeckel. Guck mal, wie liebe er das macht, gell? Und jetzt nimmst du den und gehst in diesen Aprikoton rein. Ja. Und so? Jetzt, das macht am meisten Spaß, hier in diese Glitterbombe rein. Tick-Tack. Direkt aufs Augenlid. Und dann malst du das so ein bisschen nach außen, dass es hier bis hinter die Augenbraue geht. Und dann kannst du hier auch noch mal rein. Das ist dann der Highlighter. Einmal hier so. Ey, ich finde, ich habe das gar nicht schlecht gemacht. Wirklich, mach mal Augen zu voll beide. Voll gut, das sieht so genauso aus. Ey, ich finde das nice. Actually gar nicht schlecht. Meldet euch, wenn ihr geschminkt werden wollt. Sollen wir ihm fluffy Eyebrows machen? Was ist denn das? So, Haarspray haben wir hier und Brush. Das hab ich angespritzt. Sorry. Augen zu. Jetzt kämmen wir die quasi so nach oben. Ja, das kitzelt so krass, ne? Jetzt brauchen wir ein bisschen Blush. Er ist ja so dauerhorny. Hä, warte mal, ich bin nicht notgeil. Doch, bist du. Wir wissen es beide. Und dann würde ich sagen, fängst du bei den Backen an. Ja. Okay, was machen wir jetzt? Tupfen, so und gehst dann so über die Nase drüber. Jetzt kommt nämlich der, würde ich sagen, schwierigste Teil. Bevor wir an die Wimpern gehen, die wir extrem geil finden, müssen wir mit diesem Liquid, hier müssen wir jetzt drüber malen, den schwarzen Strich. Oh mein Gott, das wird schwierig. Ich mache eine Seite, du eine. Okay. Schließ mal die Augen. Wenn ich jetzt heute erblinde, bevor ich Augen zu... Nein, und jetzt mache ich noch ein Herz unter die Backe. Ich mache so eine Träne, die steht dafür, dass er jemanden umgebracht hat. Ja, das ist gut. Wow, okay, das heißt, ich muss das jetzt nachmachen. Das ist der Signature Move. Yes. Und zieh durch. Oh, beautiful. Was war das jetzt? Ich habe versucht zu erraten. Ich war ein Stern. Echt? Ja, voll gut angefühlt. Hä, das hat sich voll gut angefühlt. Oh, kein Lippenstift. Ah, da, ja, oh Mann. Ich glaube, das ist ganz. Obwohl, ey, easy, du bist ja übel. Was denn? Das ist was? Wie oft tuschst du dir selber die Wimpern? Nie. Warum tröst du jetzt nicht komplett durch, weil ich da rangehe? Bombastisch. Du machst das gut, Maxi, du machst das gut. Boah, Digga, was hast du für Wimpern? Das ist ja abartig. Das sind seine echten Wimpern. Das ist ja pervers. Das ist schon krass, Digga. Muss man das drehen? Irgendwie so? Ja. Ich finde, wir sind fertig. Ja. Wir machen jetzt einen Abschlussshot, dann geht die Kamera aus und was wollen wir dann noch machen? Gehen auf eine Party. Dann gibt's ein bisschen eine Party, ne? Maxi. Wow, sieht wunderbar aus. Sieht wirklich wow, gut aus, krass. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Guckt auch bei Maxi vorbei auf dem Kanal. Guckt bei Gnu vorbei auf dem Kanal. Speichert euch die Screenshots und schreibt vor allen Dingen in die Kommentare, ob Maxi ein Hübscher ist. Was würdest du gerne machen in dem Outfit jetzt? Auf deinen Schoß gehen. Würdest du gerne den Arsch versohlt kriegen in dem Outfit?